Oder der Berg drüber. Das ist der längste Weg, ne? Also wirklich, jetzt treibe ich hinterher, aber es sieht man einfach so wenig. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Mache ich schon einfach so jedes Detail da selber dran machen und einstellen. Eben, aber zum Maiszünsler, der fliegt, der ist temperaturabhängig. Und das wird an, glaube ich, 6 Standorten in der Schweiz, wird der Flugzeitpunkt ermittelt und etwa eine Woche vorher bekannt gegeben. Meistens ist es um den 15. Juni rum, dass man anfängt nervös werden. Letztes Jahr, also ein sehr spätes Jahr gewesen, da ist immer am 8. Juni das erste Mal geflogen. Und das hängt wirklich davon ab, sie schauen, wann fliegen sie und dann wird wirklich termingerecht ausgebracht. Und die Kugeln müssen auch ganz speziell gelagert sein, damit sie nicht schon zu früh schlüpfen, bei 16 Grad ist das, glaube ich, das Jahr neu. Und wenn wir das würden ausbringen, wäre auch genau die Kette, genau, also die Kühlkette genau eingehalten. Oft ist es ja so, kommt es mit der Post,
hat man gerade die Zeit, direkt kurz durch ein Küchenfenster, scheint die Sonne drauf und dann werden die schon aktiv und wollen schwitzen. Und es wäre halt besser, wenn es wirklich erst am Feld würde die Wärme abbekommen. Und ja, man kann auch etwas zur Schwelle, ab wann wird man eigentlich handeln. Das tut man bei der Ernte im Jahr vorher festlegen. Das tut man an 10 Orten 5 Pflanzen auszählen. Und wenn der Befall zwischen dem Körnermais zwischen 10% und 20% ist, wird empfohlen zu handeln das nächste Jahr, weil die unheimlich viele Eier legen, einzelne. Und die Silomais sind 20% bis 30% verhandlich schneller, also recht durch. Also zum Teil wird von der Landwirte da noch höhere Zahlen. Also das sind jetzt offizielle von Agrofo. Von der Landwirte würde sogar sagen, ihr könnt noch ein bisschen, das Silo ist nicht ganz so. Also ich glaube, das ist 4% und 5%, so, wenn ich es recht weiß. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ah genau, und es gibt ja mehrere Strategien, wie ihr es könnt handeln. Ganz, ganz wichtig, immer stoppelbehandelt, weil sie über Winter einfach im Stopfen. Und wenn ihr den gut clean macht, dann heißt, sterben sie aber schon im Winter. Das ist eine Strategie. Dann die biologische Bekämpfung ist natürlich das mit den Trichogrammen, aber sie kann man auch noch im Kärtchen hängen, wird es nicht besser. Die auch nicht jedes Jahr, von Jahr zu Jahr verschieden. Aber dafür werden diese hier gleichmäßiger und vermehrt auf dem Feld verteilt, um das auszufliegen. Sie gehen eben lieber zu Fuß, als dass sie fliegen, die Schlupfwespen. Und die anderen, wenn sie schon da sind, laufen sie von Platz zu Platz und diese müssen erst unten nachlaufen und hochwarten, um die Pflanze, das da unten steht. Aber sie müssen weniger weg, ja. Und nachher gibt es noch die chemische Behandlung, aber die ist bewilligungspflichtig und ich glaube nur in Teilen von der Westschweiz erlaubt. Noch weitere Fragen? Da würde ich gerne meine Referenten übergeben. Nein. Besten Dank für die interessante Vorführung. Gerne, Chef. Hat uns glaube ich ein bisschen näher gebracht. Und vielleicht sagt der eine oder andere, ja, da könnt ihr da die Fallen auch mal einsetzen, wenn wir die so einfach so verteilen. Ich arbeite an der Hochschule für Agrarwissenschaften in Solothurn. Und mein in der Agrartechnik. Und mein erstes Projekt war Rehkitzrettung. Es hat eben immer geheißen von unseren Bauern, wir machen, was wir können. Und nichts haut bei diesen Rehkitz, jedes Jahr verkarre ich eins, hätten die uns nicht eine technische Lösung. Und da ist mir relativ schnell klar gewesen, wir müssen in die Luft. Und das hat sich dann nachher letztes Jahr ein bisschen umgesprochen und davor auch schon ein bisschen. Und die unversamen Nützlinge, die haben eben auch schon längersättige Kugeln, die Firma, die diese Kugeln hier hat entwickelt, mit denen zusammen geschafft. Und das sind eben die Eier, die Trichogramma drin, da könnt ihr einfach mal umgehen. Und die Firma aus dem Deutschen hat eben im Sinn gehabt, das Ganze schon immer aus der Luft auszubringen. Das sind, was sind voll gut. Nein, es sind keine Kunststoff, das müsste sich glaube auflösen, oder nicht? Das ist nicht Mais. Wo sind die Wasser kommt? Mais-Substrat oder irgendetwas. Wahrscheinlich. Oder Gelatine oder etwas. Ich habe eine Mutter betreffen, die ich. Was mit dem? Das ist auch wieder ein Bauer. Ich habe es genommen. Das ist krass, die haben es gleich. 30 Meter sind die lang. Dort haben sie dann recht präzise können abwerfen. Aber kaum hat es ein kleines Lüftchen gegeben, haben sie den Zeppelin nicht mehr mögen haben. Also ist das auch nicht gegangen. Und dann haben sie eben von uns gehört mit dem Rehkitzprojekt. Und dann ist es losgegangen, dass es. Cool. Das Jahr fliegen schon die Fischflüge in der Schweiz und wir werden als Notlage noch unserer Privaten zur Verfügung stellen. Im Deutschen wird es jetzt auch weiter ausgebaut mit zwei weiteren Kopf. Das Ganze machen wir eine Flugplanung auf dem Android-Tablet-PC, die Software vom Versuch und Multicopter auf der
schönen Flitten nachher. Wir haben einen Bahnabstand von 14 Metern und alle 7 Meter lässt eine Kugel fallen. Wenn er nachher fliegt, sieht man auch ganz gut, wo genau das er gerade ist im Moment. Das ist auch für mich auch immer eine Kontrolle, weil die Felder sind tatsächlich so lang, dass wir bis zum Waldrand hinterher fliegen. Man sieht ihn fast nicht mehr, man sieht nur noch zurück. Fluggeschwindigkeit ist 5 Meter pro Sekunde. Und bei einer Flugbegehung hat er eigentlich noch einer gesehen, ja, der ist schneller als mein Schiff. Und das sieht wirklich ganz rassig aus. Ah ja, genau. Das Gerät ist ausgelegt für 5 Hektar am Stück abzufliegen. Und wir brauchen etwa eine Viertelstunde bis 20 Minuten für 5 Hektar am Stück. Das längste ist einfach zwischen ihnen. Der Wechsel zwischen den Feldern ist eigentlich das, was am meisten viel einsteigen. Das Programmieren können wir am Feld selber dort so 4 bis 5 Minuten oder bis zu 8, je nach Feld, ist schwierig. Aber lieber machen wir daheim und pro Hektar umgerechnet sind das 2 Minuten pro Hektar. Ja, tut der Helikopter tut er automatisch zurückfliegen oder müsst ihr das programmieren, wie viele Kugeln dass er... Also wir tut die Flugroute festlegen, ja. Und nachher fliegt er die einfach ab und wir können ihm noch sagen, komm wieder zurück an den Ausgangspunkt. Aber dann müsst ihr berechnen, nach wie vielen Stückchen dass dann der Reservespeicher leer ist oder von den Kugeln. Ja. Den wir abfliegen und dann können wir entsprechend von den Hektare sogar befüllen. Mhm. Und sonst, wenn man aber bei der Landis wieder die Ausfüllformular aus und wir müssen so Informationen haben, hat es eben Stromleitungen in der Nähe, hat es einen Flugplatz in der Nähe, hat es einen Fahrradkreis in der Nähe, hat es vielleicht einen Hotel im Bild. Dann müssen wir einfach da noch Aktionen ein bisschen mehr planen. Und Kostenfaktor wird noch oft gefragt. Das sind je nachdem, wie viele Hektar auf einmal bestellt werden, sind es zwischen 20 und 35 Franken pro Hektar pro Flug. Also 35 Franken so bis 5 Hektar Pinsel. Und wenn man dann über 40 oder 50 hat, sind es dann glaube ich die 20 Franken so abgestuft. 50 oder 40 Hektar.